Wir schauen einmal, ob hier noch etwas geht, ob hier noch etwas gibt. Hier auf dem Weg nach Barsdorf. Über Schönerlinde. Wir fahren nach Schönerlinde. Schönerlinde durch den Ortskern, durch an der Tankstelle vorbei Richtung Schönwalde. 70er Strecke. In den Ortseingang Schönwalde. Und jetzt geht es immer weiter am Gurkensee vorbei und Einfahrt verboten. Und weiter über die Baustelle hinweg, drüber und nach. Einen komischen Kunden getroffen am Spargelstand. Ja, da sind wir schon an der Baustelle vorbei. Hämmerton drumherum. Und was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ups, alle steigen ein. Oh, wir fahren weiter. Wir fahren weiter Richtung Barsdorf. Barsdorf, Eingang, Waldkause. Waldkause, links abgebogen, vorhin die Kurve gezogen, rechts abgebogen, links in die Rosenstraße und angekommen. Und wieder zurück. Zurück Richtung Schönwalde. Schönwalde, 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 Schönwalde. Vorbei an Lidl. Und jetzt geht's weiter durch Schönwalde hindurch an der Tankstelle gleich vorbei, und zwar jetzt und links rum, wenn die Ampel grün wird, und auf der Straße weiter Bucher Straße links abgebogen gleich, und zwar nein, wir müssen noch warten kurz eine Ampelphase, und zwar jetzt geht es weiter Richtung Buch auf der 60er Strecke. Hier darf man nur 60 fahren, also Vorsicht, Vorsicht ist geboten. Richtung Buch. Richtung Buch weiter. Jetzt gucken wir mal, wie wir nach zu Heinz Hammer fahren können. Wie fahren wir jetzt am besten zu Heinz Hammer? Wieder eine Ampel. Wieder eine Ampel, wieder eine Ampel. Sicherheitshalber geradeaus gefahren. Geradeaus zum Bucher Bahnhof. Der kommt nämlich jetzt. Und jetzt an der nächsten Ampel links. Wittbergstraße links. Hier müssen wir ein bisschen warten. Hier ist ein bisschen Stop and go, weil die Ampelphase sehr kurz ist, sehr kurz. Ein LKW vor uns und wir müssen gleich links abbiegen. Links Altbuch, Richtung Altbuch zu Heinz Hammer, zu Mercedes-Benz. Auf der rechten Seite sind wir jetzt angekommen und eingeparkt. Vielen Dank!